Ist 90 die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist nicht leicht, hier zu reden. Wenn man im Internet guckt, ist die Rede von 7 Toten, die allein heute früh in Kiew zu beklagen sind. Es ist auch nicht leicht zu wissen, wie es weitergeht, wenn offenkundig die Mission des Weimarer Dreiecks erfolglos ist und die Minister wieder abreisen müssen. Und es ist auch nicht leicht, vor dem Hintergrund der Ereignisse der Linkspartei hier heute zuzuhören. Ich möchte sagen, ich habe im Wesentlichen Angst. Ich habe Angst davor, was passiert. Ich habe Angst davor, dass es eine Lage geben könnte, in der Stabilität nicht mehr schnell herzustellen ist. Und ich glaube, die Verantwortung dafür kann man klar benennen. Und die Verantwortung zeigt sich auch darin, dass spätestens mit dem Einsatz zur Räumung des Maidan die Legitimität von Viktor Janukowitsch in der Ukraine nicht mehr die ist, die sie vor 3 Tagen noch war. Und deswegen, glauben Sie wirklich, dass man mit diesem Präsidenten noch in der Lage sein wird, Stabilität in der Ukraine wiederherzustellen? Glauben Sie das wirklich, wenn Sie hier von Stabilität reden? Meine Damen und Herren, ich glaube, dass heute Berlin, Budapest, Posen, Stettin, Danzig, Leipzig und Vilnius auf Kiew gucken. Ich glaube, dass viele Menschen, die Zentraleuropa im 20. Jahrhundert mitbekommen haben, heute auf Kiew gucken. Und ich denke mit Verlaub, dass Ihre Einlassung hier, so sehr auch ich Herrn Liebig beispielsweise schätze, damit zu erklären sind, aus welcher Tradition heraus auch Ihre Partei kommt. Ich möchte aber auch sagen, die Ukraine hat ein Recht darauf, auch von der deutschen Außenpolitik zuerst mit ihrer eigenen Perspektive betrachtet zu werden, mit ihren eigenen Interessen und mit ihrer eigenen Situation wahrgenommen zu werden. Sie hat auch ein Recht darauf, dass die Ukraine von der deutschen Außenpolitik so wahrgenommen wird, dass die deutsche Außenpolitik auch sagt, wir stehen zu den Menschen, die sich für dieses Land einsetzen. Wir stehen zu denen, die seit Monaten friedlich auf dem Maidan bei klirrender Kälte für Demokratie, für Freiheit und auch für den Nationalstaat gekämpft haben. Das muss sich auch der deutsche Außenminister und die Kanzlerin trauen zu sagen. Und ich glaube, wenn man sich die Äußerungen der letzten Stunden und Tage anguckt, des polnischen Ministerpräsidenten, des Vorsitzenden der Europäischen Volkspartei, des Außenministers von Schweden, der konservativen litauischen Präsidentin und auch von Obama, dass hier mehr Klarheit vielleicht früher und deutlicher auch gut gewesen wäre. Ich glaube, mit dem Räumen des Maidan ist die Legitimität von Viktor Janukowitsch nicht mehr gegeben. Mit der Entscheidung, den Maidan zu räumen, hat sich der Charakter des Vorgehens der ukrainischen Regierung verändert. Seitdem handelt es sich eher um den Charakter einer Niederschlagung, denn um Teil einer politischen Lösung. Ich denke, wenn ich meine Freunde in Lemberg angucke, dass es nicht einfach möglich sein wird, diese Stabilität mit einem Rückkehr zum vorherigen Status wiederherzustellen. Deswegen gehört es zur Wahrheit und zur Lösung der Situation dazu, auch zu sagen, die Verantwortung für diese Desintegration des Staates Ukraine, die auch viele schreckliche Bilder erst möglich macht, Bilder, die keiner von uns gutheißt, auch wenn Sie uns das unterstellen, die trägt doch das Regime, was diese Desintegration durch das Aussitzen und das nicht zu einer politischen Lösung beitragen herbeigeführt hat. Und ich glaube auch, dass Herrn Janukowitsch klar sein muss, wenn er denn noch derjenige ist, der das Sagen dort hat, dass er diese Legitimität nicht wieder herbeiführen kann, indem er eine reine Anlehnung an den Kreml versucht. Ich glaube, es ist sogar notwendig, vor dem Hintergrund, dass wir in den letzten Monaten natürlich Einfluss des Kreml in der Ukraine erlebt haben, dass auch die Europäische Union Einfluss geltend macht. Und ich teile in der Hinsicht sogar die Einschätzung, die sagt, die Europäische Union ist nicht der Mittler, der sozusagen neutral verhandeln kann.
Aber Russland ist auch nicht der Mittler, der neutral verhandeln kann. Und was Sie letztlich vorschlagen, ist, dass der russische Einfluss in der Ukraine bestehen bleiben soll, aber die Europäische Union und der Westen sich schön zurückhalten soll. Das ist keine Lösung für die Ukraine. Ich glaube, wir dürfen in dieser Situation eines nicht vergessen. Wer glaubt, dass die Ukraine jetzt wie im 20. Jahrhundert in einer Art Glacis sei, wo die Einflüsse der Nachbarn sich klar aufteilen könnten durch klare Grenzen, der ist in einer Logik des 20. Jahrhunderts. Und diese Logik ist auch nicht meine Perspektive auf die Ukraine, aber auch nicht auf Russland, auch nicht auf uns. Herr Kollege, ich glaube, dass, ich komme zum Schluss, wir deutlich machen müssen, dass diese Region im 20. Jahrhundert unter den schwersten Verbrechen gelitten hat, weil sie immer Objekt der Machtpolitik ihrer Nachbarn war. Und dass die Reaktion darauf sein muss, dass wir dafür sorgen, dass die Menschen in der Ukraine selber entscheiden können. Und für die friedlichen Demonstranten, die seit Monaten auf dem Maidan für dieses Ziel einstehen, möchte ich von dieser Stelle aus sagen, Dyakuju. Dankeschön. Karl-Georg Wellmann ist der nächste Redner.